bewegen uns gerade auf der Westseite von Uapu Richtung Süden. Eigentlich hatten wir ja geplant, auf die Tuamotu durchzustarten. Allerdings ist da so ein Schleckwettersystem gerade, ein zyklonähnlicher Zustand. Mit bis zu 60 Knoten Wind und 6 Meter Welle, dass unser Plan ein bisschen geändert wurde. Und wir uns jetzt noch ein paar mehr Inseln der Marquesas angucken werden. Und jetzt in den Süden runterfahren von Uapu, damit wir morgen früh einen besseren Ausgangspunkt haben, wenn wir Richtung Vivaoa durchstarten. Wir wollen zwar nicht nach Vivaoa, sondern auf die kleine Insel darunter, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Looking for love. Nachdem ich die letzten Tage mal allein an Land gefahren bin, weil Margot einfach keinen Bock gehabt, das Boot zu verlassen. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, ist hier totales Chaos. Finden wir jetzt doch mal heraus, was er da eigentlich so treibt. Hier vorne und zu. Hm? Was genau löten sie sich da eigentlich schon seit Tagen? Sie blockieren den Laptop die ganze Zeit. Mal bist du gut gelaunt, mal bist du mega am Fluchen. So irgendwie. So wie jetzt. Das dazwischen gibt es gerade gar nicht mehr. Eigentlich bist du nur noch genervt. Ja. Was mache ich denn eigentlich? Wir haben ja den Watermaker.
Und irgendwie schätzen wir immer nur so ein bisschen anhand der Durchlaufzeit und ungefähr, wie lange wir den jetzt haben laufen lassen. Immer die Frage, wie lange ist er denn jetzt an und wie viel Wasser haben wir jetzt produziert. Da habe ich mir gedacht, ich baue da mal was. Und zwar hat mir Christian so ein paar Arduinos mitgebracht. Dann hatte ich noch so ein paar Sensoren. Ich habe mir noch so ein Durchflussmesser mal bei eBay zugelegt. Und hier so ein kleines Display. Und jetzt habe ich mir quasi so ein Durchflussmesser gebastelt. Hier ist noch irgendwo so ein klitzekleiner Wackelkontakt. Aber kein großer. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Alarmgeber. Ja, was passiert? Ah, siehst du, da ist schon wieder der Wackelkontakt. Jetzt zählt er die Liter hoch. Und wohl nichts passiert. Sollte so hochzählen. Auf jeden Fall hier mal eine Spannungsversorgung, den kleinen Arduino, die verschiedenen Sensoren, einmal den Temperatursensor, hier den Durchflusssensor, dann kommt jetzt hier noch der Alarmgeber dran, sprich wenn die Temperatur über 32, also im Augenblick ist es auf 32 eingestellt, aber später dann irgendwie 50, 60, muss ich mal gucken, was im Datenblatt steht, aber wir sehen, sind wir nicht. Er piept. Jetzt haben wir das Display jetzt auch gerade auf Rot gesprungen. Ja, irgendwo ist ein kleiner Wackelkontakt. Jo. Jetzt wäre dem Watermaker also in der Theorie zu heiß. Genau. Das war ganz schön viel Spucke in deinem Mund, wo du so viel Liter produzieren kannst. Ja. Ja, bis jetzt funktioniert das fast, also zu 98%. Irgendwo ist da noch ein Wackelkontakt, aber mal will die Temperatur, mal nicht. Und ich versuche jetzt herauszufinden, wo. Ja, auf jeden Fall war das jetzt so mein Bastelprojekt die letzten Tage. Und warum brauchst du dafür den Computer? Hier muss ja ein bisschen programmiert werden. Ist ja, wie gesagt, du musst ja mit dem Arduino arbeiten. Sprich, die Kontakte, Sensoren, der ganze Kram funktioniert ja nur, wenn da so ein bisschen Logik hinter ist. Dann habe ich eine kleine Schaltung gebastelt, wie ich das gerne verkabelt hätte. Und bevor einer fragt, nein, ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Aber du hoffst, dass es irgendwann funktioniert. Ja, wie gesagt, es funktioniert. Nur irgendwo ist da jetzt, vorhin hat es auch funktioniert, aber jetzt ist da so ein kleiner Wackelkontakt wieder. Was sehr frustrierend ist. Naja, ist jetzt Ansichtssache, ne? Du bist die ganze Zeit beschäftigt, ich habe meine Ruhe. Zwischendurch fluchst du mal laut. Ja. Kann auch sein, dass ich irgendwo eine kalte Lötstelle habe. Aber ich bin schon sehr zufrieden. So, und dann wird das Ganze hier ausgeschnitten. Dann kommt hier das Display rein, wenn es klappt. Und die Sensoren, die Kabel liegen schon. Das Ganze wird dann über 12 Volt versorgt. Und dann hätte ich da so ein kleines Upgrade für den Watermaker gebaut. Für, weiß nicht, lass das alles zusammen mal irgendwie einen Zehner gekostet haben. 2, 3 Euro hierfür, ja, vielleicht 12 Euro. Wie viele Nerven hast du schon verloren? Ja, ein paar mehr, das stimmt. Hast du leider nicht mal weitermachen. So, das will natürlich keiner sehen. Im Paradies regnet es, und zwar mehr als in Köln. Dreimal so viel mit uns rein. Irgendwann bedeutet das, dass es genau so aussieht. Und das schon den ganzen Tag. Wisst ihr, was echt richtig scheiße ist? Wenn man sich mental schon darauf eingestellt hat, in so ein kleines, süßes Atoll zu segeln und sich echt schon darauf vorbereitet hat, wir sehen jetzt erstmal wenig Leute und dann machen wir heute Morgen zum Frühstück das Radio an. Bäm! Das war's. Unser Radio-Tinger ist aufgegeben. Ja, jetzt haben wir die Alternative zwischen wochenlang keine Musik mehr hören können, beziehungsweise über so einen kleinen Bluetooth-Speaker, wie wir es gerade versuchen,
oder wieder umdrehen, nach Nuguiba zurückfahren und hoffen, dass wir da eins kriegen. Jammern auf hohem Niveau. Stellt ihr euch mal vor, ich müsste Marios Gequatsche den ganzen Tag ertragen. Könnte keine Musik mehr hören. Oder andersrum. Bevor wir uns hier an die Gurgel gehen, brauchen wir definitiv sofort ein neues Autoradio. Nachdem wir hier mit ziemlicher Bewölkung reingefahren sind und das alles ein bisschen trüber aussah, hat sich jetzt aufgeklärt und unser erster Eindruck hier ist schon sehr positiv. Der Supermarkt, oder vielmehr eigentlich ist es eher so ein Tankstellensupermarkt, ist auf jeden Fall schon mal mega sortiert mit sogar sehr akzeptablen Preisen. Von daher freuen wir uns, dass wir da nochmal vor den Tuamotus gut einkaufen können. Inklusive Gemüse, Dosen, Frischfleisch, also tiefgefrorenes Frischfleisch, hatten wir so ziemlich alles. Und jetzt sind wir auf der Jagd nach dem Autoradio. Haben gerade wie hießen sie nochmal von der Barracuda? Ja, ich komme nicht mehr auf den Namen. Kennengelernt, die haben uns auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es in der Stadt so ein General Store gibt, Gemischwarenladen, und mit ein bisschen Glück finden wir da ein Autoradio. Gucken wir mal. Ansonsten war es ein netter Spaziergang. Halbe Stunde. Hi. Nicht nur, dass hier auf der Insel ordentlich was los ist, hier gibt es auch ein Wellness-Center.
Coiffeur. Coiffeur? Coiffeur? Maniküre, Massage. Vielleicht sollte ich mir die Haare schneiden lassen. Nicht, dass ich mit Dinas künstlerischer Aktion von letztem nicht zufrieden wäre, aber so nach, jetzt muss ich überlegen, wann war ich das letzte Mal beim Friseur? Ich glaube vor 2 Jahren. Scheiße, tatsächlich, ich glaube vor 2 Jahren. Wäre vielleicht mal wieder so eine professionelle Hand eine gute Idee. Bevor wir hinterher wieder vergessen, wo wir jetzt eigentlich sind, Hiva-Oa heißt die Insel. Nachdem wir jetzt 1 Monat auf Nuku-Hiva rumgegammelt haben, machen wir jetzt irgendwie jede Insel in 2 Tagen. Das stimmt. Uapu waren wir 6. Wo waren wir 6 Tage? Uapu, der Schokoladenmann. Ach stimmt, wir waren ja 2 Tage im Norden, 3 da unten, ja stimmt. Manchen Inseln bleibt man halt gerne ein bisschen länger, naja, weil man da schwellfrei am Anker liegt. Was aber auch nicht auf Nuku Hiva der Fall war. Nein, Nuku Hiva sind wir geblieben, erstmal wegen dem Lockdown. Genau. Weil wir, nicht, wir durften zwar an Land bewegen, aber wir durften erstmal noch nicht segeln. Jedenfalls ist es ganz schön schwierig, die Inselnamen auseinanderzuhalten. Nuku Hiva, Hiva-Oa, Baku Hiva, Fatu. Fatu Hiva, Oapu. Wo waren wir noch? Da. Nee, Vanu. Nein, das ist die Buchtname. Der Inselname ist T.A. Tauunata oder Tauata. Tauata, genau. Mit der schönen Kirche. Mit der ersten Anlandungskirche der Missionare. Genau. Auf dem Marquesas. Von hier aus ging nämlich die katholische Missionierung der Französisch-Polynesier los. Wir haben uns sagen lassen. Ja, mehr kann ich. Ich kann sagen, dass die Einheimischen das verdulden, aber auf dem Kirchenvorplatz erstmal über ihre Tiki-Statuen hingestellt. Können wir uns das sagen lassen? Von Heidi. Ja, aber es ist ja nicht, dass sie die Kirche jetzt nicht dulden würden. Ja. Aber die zeigen so ein bisschen, was sie davon halten. Ja. Aber das ist tatsächlich die schönste Kirche, die ich seit langem gesehen habe. Das stimmt. Wunderschön gebaut, schön offen. Geht schöne frische Luft durch, da könnte sogar ich mal verleitet werden in die Küche zu gehen. Als ob, wird sofort auf der Schwelle verbrennen. Ey, ich war da 2-mal drin und bin nicht abgebrannt. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Ja, war aber kein Priester da. Und die Kirche wurde vom Vatikan gesponsert. Mein Küche. Auch bestimmt irgendwie so ein Stadtplatz, wo irgendwelche Volksfeste stattfinden. Ja. Haben wir bestimmt auch irgendwann im Fernsehen mal gesehen. Mhm. Guck mal, mein Ball ist noch näher. Komm, ist der andere Hahn im Kopf weg, ne? Der war gerade mir im Anband. Die Tasche steckt. Ich habe extra schon die Tasche vorbereitet. Das Abendessen. Dachte ich, gibt es heute frisches Hühnchen. Ja, in der Suppe. Den haben wir gestern Fischstäbchen selber gemacht, dann werden wir heute Chicken Nuggets selber machen. Ja, stimmt. Der läuft aber auch nicht weit weg. Schicke Figuren. Ja, wir sind jetzt den ganzen Tag durch Hiva-Oa gelaufen auf der Suche nach diesem Autoradio und müssen uns jetzt leider der Realität stellen. Das ist Mission Impossible. Wir haben hier mit ein paar Locals gesprochen. Es ist doch einfach absolut nicht möglich, hier ein Autoradio zu kriegen. Es gibt es nur in Tahiti. Wir könnten jetzt blind von da aus eins bestellen, was dann mit dem nächsten Versorgungsschiff kommen würde. Aber ja, da müssen wir jetzt hier irgendwie noch 2 Wochen bleiben, was sich natürlich auch absolut nicht lohnen wird. Wir werden jetzt also in die Tuamotus oder auf die Tuamotus aufbrechen. Ohne Musik. Das ist ein bisschen nervig. Naja, wir können es mit dieser Beambox oder wie man das nennt, Boombox. Mit dieser Boombox noch ein bisschen behelfen, das ist ganz gut. Und ja,
Ja, wir können die Musik auch versuchen, aufs Tablet zu kopieren. Vielleicht können wir das dann ein bisschen besser mit rausnehmen, um Musik zu hören. Ja, ist alles kein Weltuntergang, aber es ist natürlich echt ärgerlich, wenn jetzt hier die Sachen anfangen kaputt zu gehen. Unsere GoPro hat auch schon seit ein paar Wochen leichte Probleme mit dem Mikrofon, dass es mal aussetzt und mal nicht richtig funktioniert. Ja, ist einfach ein bisschen frustrierend. Es sind so Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht schlimm sind und wo man wüsste, ey, ja, zu Hause gehe ich in den nächsten, ich nenne jetzt extra keinen Namen, Elektronik-Hardware-Laden. Dann kriegt das innerhalb von 3 Sekunden und hier ist halt eigentlich mit einem riesen Aufwand verbunden. Aber ja, gut. Werden wir irgendwie auch schon schaffen. In 2 Monaten sind wir ungefähr in Tahiti und dann, denke ich, werden wir auch ein wunderschönes neues Autoradio kriegen und unsere Außenboxen auch wieder benutzen können. Ja, so ist das halt manchmal im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Heute sind wir natürlich auf der Verliererseite. Aber wir haben auch einen netten Eindruck jetzt von Hiva-Oa gekriegt. Das ist auch eine nette, süße Insel. Aber wir sehen uns definitiv nach Palm und Sandstrand. Also auf geht's in der nächsten Folge auf die Tour Motos.